MTB-Modules. Und das hier ist ein Modulhaus. Es besteht aus vielen Modulen zusammengestellt, damit man mal zeigen kann, was geht. Hier ist Janusz. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, wir sind in Polen, im nördlichen Polen, so kann man sagen, also nahe der Ostsee. Haben wir... Eine Stunde? Eineinhalb Stunden, kann man sagen. Ja, aber für uns ist das auf jeden Fall nah. Meine Frau hat gesagt, ihr seid aber weit weg, ja, denn wir sind über 1000 Kilometer vom Saarland weg. Von Saarland aus ist das schon eine Weltreise. Auf jeden Fall. Ich hätte auch nach Südfrankreich. Also deswegen danke schön für den Besuch. Ich danke dir. Komm, ich zeig dir mal gerade, wo wir übernachtet haben, dass ihr das Ganze mal seht. Wir waren nämlich unseren neuen Kabe Affinity holen mit meinem Sohn. Der ist mal wieder am Zocken drin. Und hier... Ja, das sind die Modulhäuser. Das heißt, das sind jetzt, wie viele Module sind das? 6 Stück hier? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Also das ist ein Beispiel von einem unserem typischen Reihenhausmodul, also oder von einem Reihenhaus. Eine Reihe besteht aus 2 Modulen, hier 50 Quadratmeter, zusätzlich Balkon, 8 Quadratmeter. Ja. So, und das sind. Kann man mit Putzfassade bekommen, mit Blechfassade, Holzfassade, alles möglich. Also der Kunde darf das wählen. Also das Reihenhausprinzip, der Reihenhausprinzip ist so gedacht, dass wir von eigentlich kann man auch als Doppelhaus bauen, aber eigentlich für 5 oder 8 Stück nebeneinander gedacht. Ja, also cool. So, wir gehen mal rein. Ihr habt es auch ganz gemein gemacht. Ihr habt jeden Raum habt ihr anders ausgestattet. Genau. Hier vorne ist deine Kollegin. Ist ein separates Modul. Bitte. Warte, ich putze mal die Füße ab. So, passt. So, das ist eine kleine Rezeption für unsere Gäste, die uns hier im Showroom besuchen. Ja, das ist auch ein Modul von uns, ein Büromodul. Sag das mal gerade, euer Logo, MTB Modules. Ihr macht das schon lange? Das ist schön. Also da haben wir einen Test gemacht, Haus auf Haus gestellt, ja, damit wir die robuste Bauweise von unseren Häusern zeigen. Wahnsinn. So, ihr habt das aber schön eingerichtet. Ihr habt ganz tolle Designer, was die Inneneinrichtungen eingeht. Oder? Auf jeden Fall. Haben Sie schon vorher gesehen. Indirekte Beleuchtung, das heißt, ihr könnt das alles planen. Ja. Bei euch sind natürlich Kunden viele, ich sag mal, Campingplätze, die jetzt umbauen von Campingplatz auf praktisch Hotelbetrieb, auf kleine Häuser. Ja, auch. Oder private Investoren, die Ferienparks bauen auch. Also wie gesagt, wir benutzen auch viele naturelle Materialien. Das ist alles echt, naturell. Ja. Echt? Ja. Es lebt noch, oder wie? Fast. Es ist fast noch am Leben. So, ich guck mal gerade. Aber es ist cool gemacht, ja. Und hier vorne ist die Rezeption. Das heißt, ich kann das auf Wunsch auch so kriegen, wie es hier steht, oder? Genau. Auf jeden Fall. Da vorne ist die Kollegin. Ihr Name? Agatha, ich grüße dich herzlich. Hello. Hallo. So, sie arbeitet hier, sie hat mich eben empfangen. Es gibt auch hier einen Kaffee mit allen drum und dran. Hier kann man denn Sachen, aber das hier ist auch ein Showroom. Das heißt, ihr zeigt hier die was Module. Was wir können, wie wir produzieren, wie der Kunde das bekommen kann auch. Also das dient dem Empfang von Gästen, aber auch, somit zeigen wir, was wir eigentlich bauen. Jetzt mal eine Frage. Jetzt sind wir hier, praktisch hier ist das Modul zu Ende. Genau. So, und was ist hier nebendran? Also der Gang ist, jetzt? Zu Ende ist das hier. Ja. Ganz konkret. Also sieht man an der Wandstärke. Hier sind 2 Module nebeneinander gebaut. Okay. Also und mit der Bauweise, da kriegen wir richtig, richtig gute Energieeffizienznormen. Also wie können wir das entsprechend gut dämmen, auch bis KfW 40 bauen. Es ist mollig warm hier drin, das heißt, du hast keine Strahlungskälte in irgendeiner Form. Nein, also Kältebrücken vermeiden wir auch hier. Also das ist die beste eigentlich Technologie für Erstwohnsitz, für Dauerwohnsitz. Oh, ich zeige es mal gerade hier vorne. Da habt ihr jetzt Büros eingerichtet oder was habt ihr gemacht? Also hier ist eine Küchenzeile und eine Toilette, aber das ist alles, zeige ich euch, das alles bauen wir hier alleine. Also auch hier Infrarotstrahler, Lautsprecher eingebaut. Können alles, unglaublich, das heißt, ihr könnt bekommen. man kann es so kriegen, wie es hier steht. Genau, so einfach ist das. So, das heißt, die Möbel sind drin. Das ging jetzt sehr schnell, mach nochmal auf gerade. Ja, weil ihr habt das so schön gemacht. Ich muss da einmal kurz reinhalten, wie es ist. Also das heißt, unsere Designer sind wirklich gut. Also die wissen, was sie tun. Ich nehme an, dass die wahrscheinlich auch zu Hause in irgendwelchen Luxushotels sich die mal angucken. Also ich kenne die nicht privat, aber nur in der Firma, aber scheint so.
So, sehr schön. Ja, hier vorne. Ihr habt viel indirektes Licht jetzt hier eingebaut. Das ist der Trend jetzt. Und das will der Kunde haben. Also nicht, dass das direkt in die Augen strahlt. Krass. Und das ist hier drin. Das heißt, die Leute sind ziemlich geflasht. Wir gehen mal kurz rein. Wir verfolgen mal deine Kollegin. Ja, genau. Das ist eine kleine Küchenzeile für uns hier intern. Aber Wahnsinn, wir sind gerade in einem Modul. Genau, wir sind gerade in einem Modul und das, ja, die Küche ist auch von uns, alles bauen wir. Also nur das produzieren wir nicht. Den Kühlschrank nicht, genau, okay. Also hier, was interessant ist, dass wir kurz blicken hier. Hier bauen wir richtig großes Haus, 120 Quadratmeter in Siebtechnologie. Und die Gruppe von, das sind 5 oder 6 Leuten. Die bauen das jetzt seit ungefähr 2 Wochen, sind in einer Woche fertig, glaube ich. Drei Wochen, ja. So, und das Haus ist dann aufgebaut. Wie wird das denn transportiert oder ist das ein Nein, Showroom? Das ist auch als Bausatzhaus, also die man in Teilen, wie Puzzle, sehen Sie das? Also wie, ja, ja. Also da ist die ganze Teile, Beschriftung drauf, oder? Genau, also alles beschriftet, alles anhand Anleitung zusammengebaut. Und das kommt in einem Transporter in Teilen und das wird vor Ort aufgebaut. Und ich zähle jetzt hier 5 Leute, das heißt 5 Leute, 3 Wochen, da steht das Haus. Ja, ja. Also dazu kommen natürlich auch Installationen, Innenausbau, alles, aber für einen Rohbau ist das gar nicht schlecht. Das sind 120 Quadratmeter. Ja, genau, 60 plus 60. Ich fasse es nicht. So, jetzt ist, ich zeige mal gerade hier vorne die Möbel da mit drin. Dann habt ihr immer diese Flächenheizung meistens im Eingang? Das ist die meist effiziente Heizung. Infrarot. Infrarot, genau. Das benutzen wir überwiegend. Ist auch so eine Strahlungswärme, die ist richtig warm. Ja. Ist richtig warm, ja. Also, du spürst das alleine. Sag mal hier, der Boden, wie ist der isoliert? Der Boden, also da ist insgesamt 25 cm Dämmung hier. Das ist Styropor, Mineralwolle und das spezielle auch Rigido-Platte, also 240 Minuten feuerfest. Also wir geben uns Mühe, dass das wirklich anhand besten Standards gebaut wird. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, ja, weil die Leute fragen ja danach, was ist denn, brennt hier das Licht da loh? Nein, es ist praktisch wie beim normalen Haus. Ist es nicht brennbar oder schlecht brennbar? Oder sogar manchmal auch besser wie bei normalem Haus, wirklich. Ja. Also wir bauen auch Hotelmodule, also da sind die Normen wirklich ganz, ganz hoch. Das ist unser Konferenzraum. Stark. Auch da kann ich sagen. Da ist der Geschäftsführer. Hi. Der Bartosz. Das ist dein Bruder Łukasz. So, was heißt Hallo auf Polnisch? Cześć. Cześć. Sehr schön. Es ist auch ein Modul, also das ist wie im Prinzip ein Hotelmodul. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Und mit allen Installationen, mit allem Drum und Dran. Und was unsere, kann man sagen, Erfindung nicht, aber was unsere Spezialität ist, also dass wir die Knickpunkte hier vermeiden, das kann man so leicht, so direkt transportieren und passiert nichts mit dem Modul. Ich verstehe, das heißt, es wird nicht durch den Transport irgendwie beschädigt, genau, dass es sich verwindet und dann irgendwas bricht oder so. Das ist ein Schwertransport später? Auf jeden Fall, aber es ist nicht so kompliziert, wenn man sich das vorstellen kann. Okay, das heißt, auch da gibt es auf Wunsch die Hilfe von euch. Das heißt, ihr organisiert die Schwertransporte? Das auf jeden Fall. Okay, so, das sind die Dinger immer nachts, die dann auf der Autobahn, genau, mit blinkenden Lampen. Mit Begleitung kommen. Und das Schöne hier ist, also ich zeige euch unser Show-Hotel-Modul. Nein! Ja, das ist wie ein Hotelzimmer. Das ist eigentlich im Prinzip Hotelzimmer. Ich werde wahnsinnig. Ja, und hier sind die Materialien noch, glaube ich, 2 Stufen höher als bei dem Mobilheim, ja? Warte mal kurz, ich muss das mal wirken lassen. Wenn du mal gerade so nett bist, mach mal die Tür zu. Okay. Dass wir das Ganze mal sehen. So, das heißt, ich habe ein typisches Hotelzimmer hier. Ich habe also die Hörmann-Schließanlage hier mit drin. Genau. Die automatisch mit drin ist. Es piepst. Assa Abloitür, also auch Feuer. Feuerfest. So, also da vorne. Die Wärmepumpe, Klimaanlage, alles hier eingebaut in eine. So, hier ist der Schrank. Ja, also hier. So, auch Licht geht jetzt ein. Das habt ihr selber gebaut, der Schrank? Ja, alles war hier alleine, also in unserer Tischlerei auch. Also alles kommt von uns. Alles, was Sie hier sehen, kommt von uns, außer Elektrogeräten. Nein! Ja? Das heißt, man kann hier richtig drin wohnen. Genau. Du hast eine kleine Küche. Also wirklich die besten Fliesen, alles, also. Das ist richtiges Hotelzimmer, kann man sagen, 5-Sterne-Standard.
Preis, was haben wir komplett für das Boah, Modul? Das ist immer individuell zu kalkulieren. Weil also was denkst du ungefähr hier? Ungefähr nur. Da kann man mit Stand Februar 2022, wird also, ja alles teurer. Also da kann man wirklich mit 200.000 Euro rechnen, inklusive Transport, wirklich. Also das ist Modul. Ja, weil das ist, Hotelstandards sind auch noch ein bisschen anders als bei normalen Häusern. Ja, aber überleg mal, du kriegst jetzt hier First Class Hotelstandard. Das ist First Class. Das ist First Class. Auf jeden Fall. Also die verarbeiten hier alles, also das ist alles wirklich fein. Und so, das heißt Aufwand. Das wäre dann aber fix und fertig mit der Lieferung, oder? Ja, natürlich. Also das ist wie gesagt alles individuell zu kalkulieren. Hier ist eine zentrale Steuereinheit. Okay, Smart Home. Vorhang, alles. So, also Klimaanlage, Riesenfenster mit drin. Hier ist eine Schlafcouch, nehme ich an. Ja, also oder ein Bett. Das ist ein Kundenwunsch. Kundenwunsch oder Vorschlag, wie das aussehen kann. Ja? So, hier vorne habt ihr Gold gewählt. Das ist schon echt edel. Also das muss so wirken. Aber das war ein Projekt. Für Dubai, wo wir noch an Verhandlungen sind, damit wir auch ein Riesenhotel bauen. Okay, das heißt, ihr habt das mal gebaut, damit ihr mal zeigen könnt, genau. was geht. Genau, aber was ihr bekommt. Aber ihr Polen habt es echt drauf. Also das ist so, wenn ich so handwerklich sehe, was ihr könnt. Danke. Da können sich so einige Deutsche in der Nase abschneiden. Und in der Geschwindigkeit, das heißt, ihr baut ja solche Sachen sehr schnell. Ihr habt mir eben erzählt... Also ausschlaggebend ist die Projektphase, die Vorbereitung. Also das weiß jeder. Also die Vorbereitungsphase, wenn man das richtig durchgearbeitet hat, dann ist das Bauen eigentlich ganz einfach und schnell. Hast du gehört? Also wenn die Projektphase gut vorbereitet ist, dann baut ihr das in 5 Minuten. Nein, nicht in 5 Minuten, aber ist auf jeden Fall viel einfacher und macht Spaß. So, und das ist auch ein Modul. Das heißt, wir stehen jetzt hier in einem Stahlcontainer. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ein Modul ist hier, das ist ein Teil vom Modul. Ja. Noch mit dem Teil, das ist die Flur. Ja. Und mit dem Teil, das ist ein Modul. Das ist ein Modul. Sind zwei Hotelzimmer. Ein Modul sind zwei Hotelzimmer. Genau. Das heißt, im Preis von 200 wäre aber jetzt nur ein Hotelzimmer. Ja, also ich kann euch alles nicht verraten. Also das sind wirklich individuelle Projekte für große Investoren. Nee, das war Spaß. Ich wollte nur mal gar mal. Aber ist es so, wenn man das jetzt selber bauen würde, ja, mit dem Aufwand, das heißt, du müsstest handwerklich ja richtig gut sein. Und das dauert 2 Jahre, auf jeden Fall. Das war also vielleicht nicht 2 Jahre, aber auf jeden Fall mehrere Monate. Bis so, der Boden ist echt? Ja, echt Parkett. Echt Parkett? Ja, ja. Krass. Gefällt mir sehr gut. Mir auch. Also all unseren Kunden eigentlich. Ja. Also das ist, somit zeigen wir eigentlich, was wir können. Also das kann man auch den Standard wie im Mobilheim bekommen, kann man auch das bekommen. Also es ist keine Grenze. Also, die Grenze setzen nur Kosten, was der Kunde tragen möchte. Ja. Das ist quasi wie in China. Ich kriege das, was ich bereit bin zu bezahlen. Das heißt, ab gewissen Standard. Also, ja. Also unter, nee, einem gewissen, ja. Unter einem gewissen Standard bauen wir auch nicht. Also ja. Wir kämpfen nicht auf dem Markt nicht mit dem Preis. Das definitiv nicht. Wenn ich sowas kaufe, wie lange ist denn die Gewährleistung? Wie lange habe ich da Garantie? Also auf jeden Fall auf die Grundkonstruktion können wir über 20 Jahre Garantie geben. Okay. Also für alles andere geben wir Standard 5 Jahre Garantie. Das ist ja, das heißt, Standard. Wichtig ist ja Dichtigkeit, dass da kein, ich sag mal, von oben nichts reinkommt. Wie geht ihr damit um? Wir gehen damit ganz gut um. Das heißt dicht. Ja, alles dicht, ja, natürlich. Ist ja wichtig. Ja, stehen Tausende mittlerweile stehen ja schon in Europa von euren Häusern? In Europa, auf der ganzen Welt, kann man sagen. Also wir haben auch eine Produktionsstätte in Korea. Also wir bauen in Europa von Rumänien über Deutschland, über Österreich bis nach Vereinigtes Königreich oder auch Portugal, Spanien, alles. So, das heißt, wahrscheinlich sind die Deutschen nicht bereit, das zu zahlen. Deswegen baut ihr weniger in Deutschland. Aber nein. Also in Deutschland, also der Markt im Moment boomt. Also da bauen wir immer mehr. Und ich kann mir vorstellen. Wir sehen Deutschland als der größte Markt Europas für uns. Wenn du jetzt überlegst, dass hier könnte ja das Hotelzimmer könnte ja auch das i-Tüpfelchen beim Campingplatz sein, dass man sagt, man macht zweimal so eine First-Class-Suite. Ja, wieso nicht? Kann man gut vermieten, auch für gutes Geld. Ja, das ist einfach nur ein Gag, wo ich dann sage, ich habe eine Hochzeit auf dem Campingplatz und da kann ich das zum dann Beispiel, machen. Zum Beispiel, zum Beispiel. Kann man freigestalten. Also ich kann euch auch zeigen, ja, zeig also wie das im Rohbau aussieht. Ja. Ihr habt nämlich einen im Rohbau fertig. Ja, also hier ist
nicht alles hier aufgeräumt, aber das ist ein typischer Rohbau. Ach, es gibt noch ein Stockwerk drüber, oder? Ja, ja. Also jeder Stockwerk 50 Quadratmeter, insgesamt 100 Quadratmeter. Das kann man auch teilen in zwei Wohneinheiten oder als eine Wohneinheit. Warte mal kurz. Also das also ist... Kann man selber ausbauen eventuell oder kann man alles von uns geliefert bekommen? Ne? Also das ist jetzt ein Modulhaus, was ich ja, habe. Das heißt, ein Modul. Also der Boden, Boden ist ganz normaler Estrich oder was ist hier drin? Nein, hier ist die Rigido-Platte, wie gesagt, feuerfest. Also es ist wie Beton. Okay. Wie Beton. So, das ist drin. Das heißt, das hier wäre jetzt der Rohbau. Wenn Kunden Rohbau haben möchten, das geht auch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Ja, so Lieferzeit von 3 Monaten vielleicht, das können wir ganz schnell produzieren. Also das, die Grundkonstruktion ist Stahl, wie Sie sehen. Also statisch haben wir hier keine Probleme. Ja. Statisch und... jetzt mal eine Frage, ich habe jetzt eins nicht verstanden. Da ist jetzt das Hotelzimmer, ist jetzt hier. Oben drüber ist aber noch ein Raum, der ist aber jetzt nicht ausgebaut, oben drüber. Oben drüber, hier. Nee, oben drüber, über dem Hotelzimmer. Nein, noch nicht. Da noch kommt, nicht. Kommt noch ein Modul. Kommt das noch ein Modul drauf. Genau. Okay, verstanden. Das heißt, hier stehen jetzt... Da wollen wir ein Modul mit wirklich mit vielleicht mit Sauna, mit Pool machen oder heißt so. Das jetzt, hier stehen zwei Module übereinander? Ja, hier auch. Okay, ja. Verstanden. Bei Hotelbau, wenn man das wirklich in der Reihe baut, kann man bis 8 Stücke hochbauen. 8? Ja, ja. Cool. Ja gut, das ist Stahl, ja klar. Das ist Stahl, genau, das ist Stahl. So. Das ist Stahl. Stark. Ja, da kann man richtig stolz auf euch sein, denn sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist für mich ganz neu. Ohne Witz, also ich bin total begeistert. So, hier ist der Notausgang. Also wir mögen es, immer unsere Kunden zu begeistern. Das machen wir regelmäßig, auch mit neuen Modellen, alles. Ist natürlich viel Aufwand, das heißt, ihr müsst hier den Vorzeigepark immer up-to-date halten, oder? Ja, also wir geben uns Mühe, obwohl eigentlich hatten wir bauen hier aus, also können wir, kann ich euch zeigen? Ja. Also hier wird die Fläche wird hier... Hier bis, was wir alle sehen, ach, das bebaut. War der Grund, warum ich nicht schlafen konnte heute Morgen. Ja, ja, das also die sind die ganze Zeit am Bauen. Ja, okay. Hier. Also da wollen wir eigentlich jedes Modell hier, hier aufgestellt haben und auch in Ausbau machen und für unsere Kunden, Partner, alles, Besucher, auch eine Möglichkeit zu geben, in unseren Häusern zu schlafen hier. Testschlafen ja. Quasi. Genau, oder wenn wir Gäste haben, so wie du, dann beim nächsten Mal kannst du bei uns schlafen, hier. Oh, ich zeige mal, ihr habt es schön gemacht. So, dann gehen wir nochmal kurz raus, gehen auf euer Logo, ja. Falls ihr Interesse habt. Das war totaler Zufall, ich habe euch nämlich gegoogelt, habe gedacht, ich komme mal vorbei. Genau so war es, ja. Genau so war es, ja. Ihr wart doch genau, genau. Direkt auf Platz 1 und hier vorne ist es heißt mtbmodules.com. Genau. Und da könnt ihr drauf gehen. Du bist der Janusz. Ich bin der Janusz, genau. So, ihr habt mehrere Leute, die Deutsch sprechen, Englisch auch? Also für den deutschen Markt bin ich eigentlich persönlich verantwortlich und den Vertrieb machen wir zusammen mit mehreren Vertriebspartnern, Geschäftspartnern aus Deutschland. Also wenn Endkunde interessiert ist, dann wird er entsprechend gut weitergeleitet und gut bedient. So ist das, ja. Vielen Dank, Janusz. Danke. Ja, und wenn ihr Lust habt, kommt mal vorbei in... Chojnice. Oh je. Bitte googeln, ja. MTB-Modules. Und da sieht man das sehr schön. Ihr habt auch tolle Filme gemacht. So wird das quasi angeliefert dann, so in so einem Modulhaus, genau, wie das hier so kam. Sieht das aus. So sieht das aus. Also wenn man auch bei YouTube uns finden möchte, das findet man ohne Probleme. Ich muss aber jetzt keinen Ford haben, einen Mustang davor, oder? Nein, das, nein, 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 nein. Also es geht auch mit dem VW-Bus. Also überwiegend fahren wir mit BMWs. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.